Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Es geht definitiv weiter und wir schauen mal, wie wir mit Rufus die Situation retten wollen. So, wir gehen mal nach draußen. Oder noch mal zurück. Wir brauchen die Magneten. Die braucht ihr ja nicht. Die braucht ihr nicht. Gut, was können wir hier noch machen? Öffnungszeiten. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Hätte sich ja in der Zwischenzeit was ändern können. Lass dich nicht aufhalten. So, wir gehen derweile mal. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts, ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja. Diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Der nimmt mich nicht ernst. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden
auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Oh, das war jetzt spitz. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Bis später. Genau. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Vorhin gerade hat er noch gesagt, er kann damit nichts anfangen, weil er sowieso keine Quelle hat. So, wir können das Ding aufmachen. Den Schwamm können wir einsammeln. Das war's aber auch schon. Und die Klappe halt auf und zu machen. Können wir den Schwamm da reinlegen? Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Hey, guter Spruch. Nee. Also hier kannst du nichts wirklich machen. Außer halt die Klappe auf und zu. Und das war's halt schon wieder. Gehen wir mal in den Keller. Hier war irgendwas mit dem Ohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ja, gut. Wir können hier gar nichts machen. Also muss es noch irgendwas draußen sein, was wir tun müssen, damit wir hier bei Wenzel vorankommen. Ich weiß nur, dass es irgendwas mit dem Rohr zu tun hatte, aber ich weiß nicht mehr, wie ich das aufgehalten habe, dass das genau bei diesem Schornstein da gehalten hat. Der wäre wichtig. Wir gehen erstmal. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. So oder so, hä? Spätestens heute Abend zu Hause. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel, der Meister der Schwerkraft, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Alle! Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Er ist und bleibt selbstverliebt. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich hab damit nichts zu tun. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Alte Gewohnheit. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Steht doch Geschenk im Namen, also warum nicht? So. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was?
Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Leben am Limit. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Gut. Sehr sympathische Frau. Finger weg. Von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Ist dasselbe. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Herrlich. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. So, ansonsten können wir jetzt erstmal nichts hier weitermachen. Ich würde sagen, wir gehen in die Gasse. Hier haben wir den Sprengplan. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frage besser Hanek, wie das funktioniert. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. So eine Verschwendung. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ach, wusste ich's doch. Vor allem, wie weiß der unten, wo die Magneten kleben, ne? Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Oh, bis bald. Tschö. Warum denn weiterarbeiten? Rufus. Genau. Gut, wir helfen jetzt mal. Wir haben ja Magneten da. Zufälligerweise. So, und jetzt will ich quasi die Wartezeit verkürzen. Wir haben ja drei Bauarbeiter oder drei Handwerker dort. Und da bräuchte ich bloß die Mützen anzugucken. Moment. Genau, der eine hat die Mütze auf, der andere die und der nächste die Mütze, ne? So, ich guck mal. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! So, jetzt müssten eigentlich die drei weg sein, oder? Wir schauen mal. Der nicht. Lotto. Da müssen wir jetzt mal gucken, da haben wir das Falsche ausgesprengt. Wir gehen nochmal an den Sprengplan. So. Dann wird das hier falsch gewesen sein. Wo könnten wir da Sprengung durchführen? Vielleicht war es das? Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Das hat ja nach hinten so ein Turm. Vielleicht war es das, vielleicht aber auch nicht. War es zumindest nicht. Jetzt gucke ich mal. Der hat aber wie so eine Rampe. Befürchte fast, dass es die ist, die ich jetzt gerade nicht genommen habe. Moment. Die hier unten. Das sieht doch so ähnlich aus. Mit dem Sprechteil da oben drauf. Oha. Das Sprengsignal. Achtung!
Sprengung! Scheint auch noch ganz darum, oder? Also so wirklich arbeiten tut Hadek auch nicht. Oder wie er hieß. Jetzt müssten aber doch definitiv alle weg sein, oder? Schwuppdiwupp und schon haben wir die 63. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Man muss halt das nehmen, was man kriegen kann, ne? Ganz ehrlich. Gut, ich würde sagen, ich beende das an dieser Stelle. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich freue mich auf euch und sage bis dahin. Bye und ciao.